Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Together Star Wars Old Republic. Hallo. Moin. Hallo. Wir hatten in einer Höhle nach einem Mynok gesucht. Mynok hat es nicht geschafft. Aber wir haben sein Datenpad und seine Dateien. Na, immerhin. Tja, tut mir leid, ist nicht ausgeblendet. Hättest du ja jetzt nachträglich beim Veröffentlichen noch ausschwärzen können. Ja, also... Dass keiner merkt, dass wir verwirrte Menschen sind. Also, dass wir... Ach komm, ein bisschen Selbstironie habe ich schon. Das erleichtert die Sache. Ja, also, das nehme ich da nicht so ernst. Fertig. Ich bin inzwischen auch so weit, dass ich eigentlich immer einen Terminkalender brauche, weil ich kriege so viele einzelne Termine inzwischen reingeschrammt. Bin jetzt auch, naja, Dozent nicht, aber Tutor für einen Haufen Studenten und muss bei einem Haufen Meetings immer wieder antanzen. Und ich komme gar nicht mehr so richtig klar. Gab es eigentlich einen Bonus dafür, die umzurömmeln? Wollen wir es heraus? Ist ein Bonus? Nee, war. Nö. Gut, dass wir getestet haben. Testen wir nochmal. Hauptsache, ich hau jedes Mal meinen Buff rein, aber kann ihn nicht aktivieren, weil das Edge schon down ist davor. Ja. Ja, die Pest. Muss ich? Ist das für mich? Ja, das ist deine Klassenphase. Hilf, wenn du zuerst reingehst. Ich hab eben gewartet. Es kommt wieder Elite dazu. Ich komme einen Pill anwenden. Das Castet ist böse hier, da kommst du für nix. Wobei du als Meisterschütze ja wenigstens noch deinen Charge Shot instant rauskriegst, wenn du das mitgeskillt hast. Aber musstest du das eigentlich skillen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob das über einen Perk war oder sofort über die Diszi. Das weiß ich gerade auch nicht. Das ist eine Woche her, dass ich das fertig gemacht habe und ganz ehrlich. Ich spiele sonst weder den Scharfschützen noch drüben den Dingsy. Na, ich hatte jetzt, also bisher habe ich gerade mal drei Charaktere auf Level 60. Scharfschützen drüben. Ich kenne die deutschen Begriffe alle nicht. Ja, genau, der Sniper ist drüben Scharfschütze. Genau, Sniper. Richtig. Hier ist Ganzlinger, ne? Genau, Ganzlinger und ich glaube Meisterschütze heißt die Diszi. Ich bin mir aber gar nicht sicher. Die Diszi, ja. Das werfe ich aber auch mal wieder durcheinander. Ja, jedenfalls, das sind jetzt gerade genau zwei von drei Klassen, die ich auf 60 gespielt habe. Aber mir das fehlt macht einen nur Spaß. Noch die Schmugglerin. Und wie gesagt, dafür habe ich ja einen Twink angefangen. Ja. Ich bin ja brav. Der Rest ist noch eine Elite, wollen wir uns dem annehmen? Ja, können wir. Nee, aber Quentin sagt ja. Sniper, richtig geile Klasse. Ich habe das außer natürlich, ich habe gestern bei Hateful das war so behindert, weil man sich nicht dispellen konnte. Und da echt? Fehlte dein Arm? Wie bitte? Das war behindert, sagst du. Ja, so der Witz. Also, ja, es ist so, Snipe ist zwar eine geile Klasse, aber dass er nicht dispellen kann, ist nicht mehr. Der konnte ja das, glaube ich, früher. Da macht das die Sache verdammt schwer bei so einem Boss, wo man dispellen muss. Achso, ich dachte, das konnte man über einen Perk wieder mitnehmen, dass man sich displayt bei dem einen Teil. Nee, leider nicht. Beim Sniper geht das leider nicht. Und da bist du halt immer angewiesen, sonst bist du One-Hit bei dem Boss. Ich habe euch erwartet. Der Narr, der sich dem glorreichen Willen des Imperators widersetzt hat. Versteht ihr überhaupt, was ihr weggeworfen habt, als ihr euch gegen ihn gestellt habt? Wisst ihr, was andere dafür geben würden, seine Befehle zu befolgen?
Ich war immer davon ausgegangen, dass der reinblütige Sith, der den Angriff geleitet hat, männlich ist. Ihr habt Kranus erwartet? Er hat anderweitig zu tun. Colonel Harrett, Statusbericht. Der Reaktor ist außer Betrieb und das Gebiet ist versiegelt, Vollstrecker. Der Jedi ist hier. Unsere Ablenkung hat perfekt funktioniert. Sobald ich mit Colonel Harrett fertig bin, seid ihr dran. Ihr versteht es nicht. Wir fürchten den Tod nicht. Wir umarmen ihn. Schon bald wird alles Leben auf diesem Planeten vernichtet sein. Ihr, ich, Kranus. Wir werden alle dem Ruhm des Imperators geopfert. Er wird unsterblich, allmächtig. Er wird all jene auferstehen lassen, die ihm mit wahrer Hingabe gedient haben. Und gemeinsam werden wir die Galaxis beherrschen. Ihr seid wirklich bereit, für den Imperator zu sterben? Ihr weigert euch, die Wahrheit zu sehen. Ich muss euch nicht besiegen. Ich muss euch nur aufhalten. Ihr seid verloren. Wir werden uns an der Seite des Imperators wiedersehen, Liebste. Möge der Tod uns alle zu sich nehmen. Schon leicht gestört. Aber gerade im Zusammenhang mit der Rivan-Storyline ganz interessant. Ah, hier Steffi, ich hatte dir unlängst mal eine Buchempfehlung ausgesprochen. Hattest du das gesehen? Das hatte ich gesehen, ich komme aber im Moment nicht zum Lesen. Ich bin ja nebenberuflich Flohhüter. Ja. Nee, bei uns ist einfach privat im Moment so viel los, dass ich noch nicht mal dazu komme, mein letztes Terry Pratchett-Buch zu Ende zu lesen. Hast du das mitgekriegt, dass der gestorben ist? Ja, habe ich. Also ich habe... Furchtbar, muss ich, also ich hätte nicht gedacht... Dass ich habe leider noch nie was von ihm gelesen. Ich weiß nur, dass es verdammt großartig sein muss und dass es mit auf meiner Liste steht. Ich habe das alles gefressen. Also die allerersten Bücher sind nicht so geil wie die späteren. Aber der hat die Angewohnheit, witzig zu schreiben und mit doppeltem Boden. Du kannst da einfach nur lachen oder du kannst drüber nachdenken. Und dann denkst du nochmal drüber nach und dann denkst du noch mehr drüber nach. Das war durch eure toll. Hand hat sie mit Sicherheit als eine der Auserwählten gezeichnet. Sie wird einen Ehrenplatz erhalten, wenn uns der Imperator ewiges Leben gewährt. Man hat euch einer Gehirnwäsche unterzogen. Der Imperator hat euren Kopf mit falschen Versprechungen gefüllt, damit ihr euer Leben für ihn wegwerft. Ich spüre die Macht zwar nicht so, wie ihr es tut, Jedi, aber ich weiß, dass sie über den Tod hinausgeht. Die Geister uralter Sith verweilen noch immer in ihren Gräbern. Tote Jedi-Meister leiten ihre ehemaligen Padawane. Ich kenne die Geschichten. Ich kenne die Wahrheit. Diese Verzögerung könnt ihr nicht kompensieren. Ihr könnt das Bevorstehende nicht mehr verhindern. Der Wille des Imperators ist unumgänglich. Der klingt, als wäre er schon eingeschlafen. Vollstrecker Kranus ist nicht hier. Er ist schon weiter ins Gefängnis vorgedrungen. Vielleicht können wir ihn mit Hilfe des Überwachungssystems orten. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Es kommt endlich Verstärkung von der Republik, um den Generator zu sichern. Kehrt zu meiner Position zurück. Ich fange schon mal an, Kranus zu suchen. Lol. Harrett steht wieder. Ja, bei mir auch. Oh, ja. Tatsache. Sie ist tatsächlich wieder aufgestanden, Imperator Wortgarten, ne? Es ging aber fix. Ja, eigentlich sollte es ja erst passieren, nachdem der Planet zerstört ist, nicht schon bevor er zerstört ist. Ach, wer will denn da kleinlich sein? Jetzt stirbt sie nochmal. Oh. Aber wir könnten theoretisch auch zum Wachposten Beta potten, aber ich weiß nicht, ob alle den Pot-Cooldown runtergekauft haben. Oder, ach, na Quatsch. Ja, oder so haben, können wir dann von da aus fahren. Ja, richtig. Dann lasset uns mal fliegen. Hä? Ein Porten zum Posten Beta, wo wir gerade waren. Ja. Ja, weil du sagst gerade, wir könnten porten, aber lasst uns mal fliegen und das hat mich überfordert. Pardon, ich meinte mit dem Shuttle. Ja, ja. Ich brauche hier klare Informationen. Soll ich wieder dann kurz hier, damit es vielleicht nicht rumbackt, das Gespräch dann verlassen? Weil also falls eins instant losgeht, ja bitte.
Ja gut, dann mache ich das. Es geht eh instant. Pauschen! Ah, tatsächlich nicht. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Es herrscht rege Aktivität im Com-Netzwerk. Hört euch das mal an. Achtung, Achtung! Hier spricht Dr. Gantrell. Unser Sektor wird überrannt. Wir haben in einer leeren Gefängniskammer Schutz gesucht. Dies ist der einzige Notruf, den wir senden können. Wir können nicht riskieren, dass diese blutgefärbten Ungeheuer das Signal verfolgen. Dr. Gantrell, Ende. Das klingt, als würde er Vollstrecker Kanus beschreiben. Dr. Gantrell und sein Team haben im Sicherheitstrakt gearbeitet, weit über meiner Sicherheitsstufe. Sie tragen alle Kontrollchips unter der Haut, damit die Republik sie im Notfall orten kann. Dr. Gantrell muss gedacht haben, dass wir die Chips benutzen würden, um rauszufinden, in welcher Kammer sie sich verstecken. Gebt mir einfach die Koordinaten. Das Imperium hat alle Überwachungsstationen ausgeschaltet. Aber wenn ihr sie repariert, kann ich Dr. Gantrell orten. Ich will ihn vor Kanus finden. Wir wissen immer noch nicht, wie das Imperium Belsarvis zerstören will. Aber es muss einen Grund geben, weshalb sie hinter Dr. Gantrell her sind. Kontaktiert mich, wenn ihr die Überwachungsstationen zum Laufen gebracht habt. Damit kann ich dann den Doktor orten. Was sollte denn der Blackscreen am Ende? Ich hatte keinen. Warum hatte ich keinen? Ich will jetzt auch einen. Hier von wegen, was dein Arbeitgeber würde das auch gerne einführen. Wenn es dann einen subdermalen Koffeindispenser gäbe, würdest du den dann nehmen? Ja, das wird mir einiges erleichtern. Wohin fahren wir? Nordosten. Da müssen wir noch. Gut, weil das ist das Einzige, was ich überhaupt habe hier. Ja, Klassenquest. Also. Nee, Planetenquest. Müssen wir nicht erstmal hoch oder zurück? Ja, genau, wir müssen erstmal zurück nach Nordosten. A.K.A. oben rechts auf der Karte. Das ist eine richtige Lauffolge, sag ich nur. Wer oben rechts auf der Karte sagt, der frisst auch kleine Kinder. Ja, Frau Pfadfinderin. Ja, schlimm sowas. Um die Buchempfehlung mal noch auszusprechen. Also ich hatte jetzt die beiden Timothy Zahn Romane Die Hand der Gerechtigkeit heißt es auf Deutsch, gelesen. Das erste ist Treueschwur und das zweite, oh Gott, wie hieß es? Choices of One, ist es im Englischen? Einsame Entscheidungen. Geht es um eine, also drei Erzählstränge. Das eine eben Luke und Co. Das andere Mara, Jade. Und der dritte Erzählstrang ist über die Hand der Gerechtigkeit. Das ist eine Truppe, eine abtrünnige Truppe von Sturmtrupplern, die die Willkür und Amoralität im Imperium nicht mehr aushält und deswegen als Vigilanten unterwegs ist. Und außerdem geht es auch mit um zu dem Zeitpunkt noch Captain Thrawn. Okay. Und es hat halt, also es ist wunderschön geschrieben, wie es halt Zahn macht. Ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, auch die Thrawn-Trilogie gelesen inzwischen, oder? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sie dir gefallen hat. Ich fand sie absolut großartig. Ich fand sie gut. Und er hat jedenfalls so diese angenehme Art, mit bösartigen, aber nicht zu fiesen Cliffhangern zu arbeiten. Und hier und da mit Twists, die man nicht so richtig erwartet hätte. Mehr spoilere ich jetzt mal nicht in dem Moment. Ey, erzähl also mir nichts von Cliffhangern. Ich habe ja Amazon Prime und habe, weil ich ja jetzt länger krank war, sehr viel darauf geguckt. Und die haben die Angewohnheit, Serien immer bis zur aktuellen Staffel kostenlos zu machen. Und für die letzte sollst du zahlen, was ich nicht tue. Mhm, ja. Das ist ein Mist. Es ist zu spät. Wir haben sie eine Weile abgehalten, aber sie sind durchgekommen. Die meisten vom Personal haben sich in die Waffenkammer zurückgezogen, aber Kelsa, sie war ein vorbildlicher Offizier. Diese Tiere haben sie ohne zu zögern niedergestreckt. Wenn ihr uns nicht wegen des Disruptors gewarnt hättet, wäre es ein Massaker geworden. Dafür werden sie sterben. Die Verdammten, die Imperialen und Nyrannos. Sind Wunden zu versorgen? Macht euch um mich keine Sorgen. Ich werde es überleben. Sie haben sich im Kontrollraum verbarrikadiert.
Wir konnten verhindern, dass sie das Hauptterminal per Fernzugriff hacken. Jetzt versuchen sie es manuell. Ich habe ein paar Magneta-Gewehre für euch aufgehoben. Damit solltet ihr durch die Sicherheitskraftfelder kommen. Geht da rein und bringt es zu Ende. Okay. What? Oh nein. Hauptsache, ja, alle springen runter aus der Paugen. Ah ne, ja, mir auch nicht. Heile und weg sind oben, das ist das Wichtigste. Ja, bei mir bist du auch runtergesprungen. Optische Täuschung. War bei mir aber auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe mich auf dem Geländer gerade noch abgefangen oder so. Elegant. Das kann sein. Und dann lassen sie den Loot liegen. Das war nur für dich Loot. Da war Geld drin! Okay, dann nicht nur für dich. Willst du alles ab hier? Apropos, mal schauen, wie groß wir eigentlich sind, wenn wir mit Belsavis durch sind. Eventuell können wir direkt die Bonusreihe hinterher schieben. Und ich werde sonst noch Doppel-EP-Flashpoint machen, also dass ich aufhole. Also es ist nicht mal unbedingt notwendig. Aber falls wir tatsächlich groß genug sind, können wir sogar die Kammer hinterher schieben noch. Diese Technik ist ja älter als Nyrannos, Gesellschaft. Endlich lernen wir uns kennen. Ihr habt mir und meinen Leuten viel Ärger bereitet. Ich bin froh, dass unsere Wege sich endlich kreuzen. Ich war seit der Vermöbelung noch gar nicht in den Classic Innies. Oh, da kannst du dich richtig ausstatten. Das ist wie Ikea-Raubzug. Trete zurück, Nyrannos. Beendet diesen Wahnsinn. Nett ausgedrückt. Niemals. Wir sind zu weit gekommen, um jetzt in unsere Zellen zurückzukriechen. Weder ich noch meine Kameraden haben etwas gegen die Republik verbrochen. Wir werden unsere Freiheit bekommen. So oder so. Haltet endlich den Mund, Nyrannos. Niemand will noch eine von euren Reden hören. Tötet die Störenfriede einfach. Wir kamen, um zu verhandeln, Imperialer. Tragt eure eigenen Schlachten aus. Da sprichst du nur für dich. Ich nehme jederzeit gern eine Handvoll imperialer Credits anstelle deines Kreuzzugs. Wenigstens wissen ein paar von euch Tieren noch, was Loyalität bedeutet. Was euch angeht, Nyrannos, ihr könnt mit dem Rest sterben. Ja! Fällt mir gerade ein, weil wir es neulich unter einem Video als Frage hatten. Also Satil kriegt man auf jeden Fall bei einer von den Kartellfraktionen. Ich denke mal, Malgus dann entsprechend auf Insider auch. Du kannst beide kaufen, waren gleich ein Händler, glaube ich. Ja. Okay, ja, da hatte ich gar nicht nochmal geschaut, aber als du es geschrieben hattest, fiel es mir auch wieder ein. Ich war eh gerade da, weil ich nach einer Maske gucken wollte, die ich da holen wollte. Diese, ich sag mal, Skibrillenoptik. Und dann habe ich gedacht, dann guck mal einmal die Händler durch und dann habe ich das halt gesehen gehabt. Für ein paar Credits wollten sie mich dem Imperium ausliefern. Nur ein Leben in Haft kann solche Verzweiflung hervorbringen. Bitte legt eure Waffen nieder und lasst uns reden. Heute muss niemand mehr sterben. Ich hätte schon früher mit euch verhandelt, aber diese imperialen Wachhunde wollten es nicht zulassen. Schade finde ich nur, dass man Revan da nicht kriegt. Ich dachte, die Imperialen wären eure Verbündeten. Wie kommt es zu diesem plötzlichen Sinneswandel? Das Imperium hatte nie dieselben Ziele wie wir. Es reichte uns nur die Hand, um uns beim Genick zu packen. Falls euch Worte nicht genügen, lasst mich beweisen, dass ich es ernst meine. Hört her, ihr Mitverdammten! Hier spricht Nyrannos! Legt eure Waffen nieder. Es wird Zeit, dass wir dem ein Ende machen. Auf friedliche Weise. Bis hierher und nicht weiter, mordende Abschaum. Ihr werdet dieses Gefängnis nicht mehr vergiften. Warum steht ihr da bloß rum? Tötet diesen Irren, damit der Wahnsinn ein Ende hat! Sehr sympathisch. Ich habe mir gedacht, ihr wärt gern dabei, wenn er stirbt. Wartet! Hört mich doch wenigstens an! Weder ich noch die anderen Verdammten wurden je eines Verbrechens für schuldig befunden. Wir haben lediglich die Strafen unserer Vorfahren geerbt. Alles, was wir wollen, ist unsere Freiheit. Und vielleicht ein Stück Land auf Belsavis, wo wir in Frieden leben können. Das haben wir verdient. Das Einzige, was dieser Irre verdient, ist ein Blasterschuss zwischen die Augen. Wenn ihr ihn nicht tötet, werde ich es tun.
Ihr habt unsere Forderungen gehört. Jetzt tut, was ihr wollt. Aber ihr solltet wissen, dass ich eher sterbe, als wieder in diese Zelle zurückzukehren. Nyrannos ist bereit, die Vergangenheit ruhen zu lassen, Gral. Es wird Zeit, dass ihr dasselbe tut. Tut das Richtige und helft ihm, seine Leute anzusiedeln. Ich? Ja, ihr habt recht. Es ist schon zu weit gegangen. Ihr sollt eure Freiheit haben, Nyrannos. Aber ihr müsst etwas dafür tun. Ich will, dass ihr und eure Leute uns helft, die Ordnung wiederherzustellen. Einverstanden. Und danke für eure Einsicht. Wir werden euch das nie vergessen. Dann ist die Sache wohl erledigt. Sieht so aus. Ich weiß nicht, was wir ohne euch getan hätten. Der Sektor ist jetzt mehr oder weniger sicher, aber ein gewisser Colonel Hauer fordert Unterstützung im Sicherheitsbereich. Ich habe ihm gesagt, dass ich keine Leute entbehren kann, aber dass ihr ihm vielleicht helfen könnt. Er erwartet euch. Geht nur, wir haben hier alles unter Kontrolle. Aber seid vorsichtig, die inneren Trakte sind der Wahnsinn. Kurz nach der Lore-Onkel hier. Belsavis, ich weiß gerade nicht, ob es die erste Erwähnung war oder ob das das auch noch aufgegriffen hat, aber kommt auf jeden Fall in einem ziemlich alten Roman vor, Palpatines Auge. Und da gibt es eben Siedler auf Belsavis. Das Gefängnis wurde da, soweit ich das die erste Hälfte des Buchs gelesen habe, noch gar nicht erwähnt. Eine Ahnung, ob hier irgendwann mal am Ende gesagt wurde, was weiter geschehen soll mit den Siedlern? Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Wo geht ihr hin? Wir sind hier falsch. Ihr lauft alle falsch. Ach, unten ging's raus? Ah, nee. Doch, unten zum Aufzug. Nee. Und ich renne ja auch noch hinterher. Nee. Ey, das war nur ein Test, ob du aufgepasst hast. Alles klar. Ja, da müsste ich aber selber nochmal nachschlagen auf der Wikipedia, ob die irgendwas miteinander zu tun haben. Alles klar. Und ich stecke im Aufzug fest. Das geschieht dir recht. Ich sehe nur deinen Kopf. Ja, ich sehe auch nur meinen Kopf. Ich stack mich mal raus. So, gut. Beim nächsten Mal geht's dann in das nächste Gebiet weiter. Bis dahin, bleibt fröstlich. Bye, bye. Tschüss.